Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. In meinem heutigen Dienstags-Do-It-Yourself-Video möchte ich euch zeigen, wie man diese Eislutscher-Verpackung hier bastelt. Man zieht hier am Stiel an und dann kommt ein kleines Schächtelchen hier noch zum Vorschein. Ich habe die Idee online gefunden, da ein Papierschirm und eine Schleckmuschel reinzulegen. Also für alle, die Schleckmuscheln nicht kennen, da ist ein Bonbon in der Muschel, in der Plastikmuschel versteckt. Und noch ein paar Konfetti zur Verzierung in den Boden und dann ist es sozusagen ein Kurzurlaub. Und ja, das ist eben diese Eislutscherverpackung. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, dass man das bastelt, zeige ich euch jetzt gleich. Wir starten los mit einem Streifen Designerpapier. Ich habe hier das Designerpapier fabelhaft floral, also das ist die andere Seite des Papiers. Und ich dachte mir, das sieht so ein bisschen melonenartig von der Struktur her aus, das passt super für ein Eis. Genau, und dieses Stück Designerpapier hat die Maße 9,5 x 18 cm. Und das Ganze wird jetzt gefalzt. Und zwar an der langen Seite. Legen wir an, jetzt zuerst mal rechts bei einem Zentimeter. Und drehen dann um 180 Grad das Stück, so dass die Falzlinie rechts jetzt auf der linken Seite ist und falzen dann weiter bei 4 cm, bei 9,5 cm und bei 12,5 cm. Dann drehen wir das Stück so, dass die 1 cm Lasche oben am Lineal anliegt und legen jetzt wieder bei 1,5 cm, also wieder an der rechten Seite an und zwar bei 1,5 cm. Und jetzt müssen wir schneiden, aber nicht überall, sondern nur Abschnitte. Und zwar von oben schneiden wir jetzt bis zur zweiten Falzlinie, also bis 4 cm runter. Und dann wollen wir noch zwischen der dritten und der vierten Falzlinie schneiden, das heißt zwischen 9,5 und 12,5 cm. Lieber etwas zu kurz. Genau, also wir haben dann hier so einen kleinen Schnitt und hier einen Schnitt rein. Dann brauchen wir als nächstes eine Kreisstanze. Ich habe hier diesen Kreis da. Ich zeige es euch gleich. Das ist aus diesen Stanzformen. Das sind die naturverliebten Kreise, die zweitkleinste Stanzform. Und ihr könnt euch aber auch irgendeinen anderen Kreis suchen. Circa mit dem Durchmesser von 4,2 cm, aber ob der jetzt etwas größer oder etwas kleiner ist, spielt eigentlich keine Rolle. Wir brauchen es nur für die Abrundungen und die Abrundungen müssen halt immer alle gleich groß sein, sonst passt die Verpackung innen, die Schachtel innen dann nicht mit der Außenverpackung zusammen und das wäre ja dann blöd, dann geht sich das nicht aus und ja, genau. So, dann brauchen wir eben diese Kreisstanze oder ihr könnt auch einen ausgestanzten Kreis nehmen, es ist einfach nur eine Eckenabrundhilfe und einen Falzstift und ein Lineal. Und ich habe jetzt, wie gesagt, hier 1,5 rund vom oberen Abschnitt runter hier bis zur zweiten Falzlinie den Schnitt gesetzt, ja. Und von genau dieser zweiten Falzlinie nach rechts messe ich jetzt auch diese 1,5 cm. Und zwischen dem Punkt, wo der Schnitt auf die Falzlinie trifft und dieser Markierung am oberen Rand, lege ich jetzt diese Kreisstanze an
und falze hier so einmal entlang. Also einfach so eine Ecken, runde Ecke sozusagen. Denn das ist eben dann unsere Eislutscherform, ergibt unsere Eislutscherform. Und genau dasselbe mache ich auch von der dritten Falzlinie weg in Richtung Mitte des dritten Abschnitts. Ich falte hier ganz kurz ein bisschen, damit ich die Falzlinie hier besser erkennen kann zum Ausmessen. Auf Designerpapier ist das immer etwas schwieriger. Dann setze ich mir, wie gesagt, von der Falzlinie nach links herein bei 1,5 cm am oberen Papierrand diese Markierung und verbinde wieder den Schnittpunkt hier unten mit dieser Markierung. Dasselbe mache ich hier beim nächsten breiten Abschnitt. Da messe ich wieder von der letzten Falzlinie jetzt nach rechts hinein 1,5 cm, lege mir das an und ziehe meine Falzlinie entlang. Und last but not least, hier am rechten Eck, da muss ich aber jetzt auch nach unten eine Markierung bei 1,5 cm machen, weil ich hier ja keinen Schnitt mehr habe. Und dann diese beiden Markierungspunkte wieder mit so einem Kreis verbinden. Oder eigentlich eine Rundung. Und diese Falzlinien schneide ich dann einfach nach. Dann werden das eben so abgerundete Ecken. Und mit diesen abgerundeten Ecken fallen dann auch diese vorher eingeschnittenen Stücke weg, wenn ihr weit genug reingeschnitten habt. Bei mir hat da jetzt noch ein bisschen was gefehlt. Wenn es hier oben nicht ganz rund ist, bessert einfach noch ein bisschen nach. Genau, aber ihr seht schon, ja, die Form ergibt sich dann quasi von ganz allein. Wenn man hier so entlang schneidet und eben hier fallen eben dann ein paar Abschnitte raus. So, dann gehe ich her und bei diesem 1 cm Abschnitt, das ist die Klebelasche, da schräge ich beide Seiten einmal an. Ich habe übrigens diese Silikonmatte, falls euch das aufgefallen ist, untergelegt zum Falzen, damit die Falzlinien für die Rundungen etwas besser werden. Und ja, jetzt die Falzlinien alle einmal mit dem Falzbein nachziehen und dann haben wir schon die Grundstruktur. Jetzt brauchen wir hier aber natürlich auch noch sozusagen ein Stück Designerpapier, das diese Rundung hier vorne abdeckt, sonst wäre die Schachtel ja vorne offen. Und dazu brauchen wir einfach ein weiteres Stück Designerpapier mit den Maßen 5 x 9,9 cm. Und das wird jetzt auch einmal gefalzt, und zwar an der kurzen Seite von beiden Seiten bei 1 cm. Ich lege das jetzt wieder alles rechts an, weil das kurze Maße sind, und an der langen Seite auch wieder beide Seiten, und zwar bei 1,5 cm. Genau, dann schneiden wir dieses Stück zu, und zwar mit der Papierschere. Schrägen wir jetzt zuerst mal diese langen Abschnitte hier ab, dann eben auch die kurzen Abschnitte hier, die 1,5 cm Abschnitte, und das eben bei beiden langen und beiden kurzen Abschnitten. Und dann ergibt sich diese Form hier, und bei diesen langen Abschnitten, da schneiden wir jetzt mit der Papierschere
noch so ein Zickzackmuster in beide Abschnitte. Und das mache ich jetzt im Schnellvorlauf. So, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Und da gehen wir jetzt einmal mit dem Falzbein her und ziehen so das Falzbein drüber, dass sich das Ganze etwas wölbt. Und dann knicken wir noch die 1,5 cm Falzlinien und diese Zacken hier. Bei den Zacken kann man auch nochmal mit dem Falzbein drüber gehen. Das hätten wir eigentlich auch schon vorher machen können. Bevor wir einschneiden, wäre es noch etwas einfacher gewesen, aber es geht auch so. Genau. Und wenn das dann erledigt ist, dann nehmen wir jetzt unser Stück hier und fangen einmal an, hier zu kleben, und zwar bei diesem mittleren gewölbten Abschnitt. Da gehen wir einfach her und geben mal auf eine der 1,5 cm Laschen hier Kleber drauf. Und kleben es dann hier mit diesem Abschnitt neben der Klebelasche zusammen. Und dann kommt jetzt hier, ich biege das mal so ein bisschen auf, um leichter hinzukommen, auf die eine Seite überall etwas Kleber auf diese Zacken. Nicht zu viel, sonst quillt euch das dann nachher über. Und dann kommt jetzt da etwas knifflige Part. Ihr müsst das Ganze nämlich jetzt so rundherum entlang der Papierkante ausrichten. Funktioniert dann besser, wenn der Flüssigkleber schon ein bisschen anfängt anzuziehen. Genau. Und dann sieht das Ganze mal so aus. Und dann könnt ihr hier jetzt auf diesen Abschnitt Kleber drauf geben, auf diesen 1,5 cm Abschnitt. Hier das nächste Seitenteil sozusagen ankleben. Und dann fehlt jetzt schon nicht mehr viel, unter Anführungszeichen. Jetzt geben wir Kleber auf die nächsten Zacken und auch gleich noch auf die seitliche Klebelasche. Und ja, da müsst ihr jetzt eben das Ganze wieder ausrichten. Ihr tut euch wahrscheinlich sogar leichter, wenn ihr zuerst die seitliche Klebelasche hier anbiegt und dann könnt ihr das andere zum Beispiel mit dem Falzbein noch etwas ausrichten oder eben zurecht drücken mit den Fingern in, wie auch immer ihr euch am leichtesten tut, dass ihr das entlang des Papierrandes eben hier ausrichtet. Und fertig ist eure Außenhülle. Und nach demselben Konzept bauen wir jetzt auch das Innenschächtelchen. Hier brauchen wir ein Stück Farbkarton in Grundweiß mit den Maßen 11,2 x 12,2 cm. Und da wird jetzt an der kurzen Seite bei beiden Seiten bei 2,9 cm gefalzt. Also etwas weniger als die Außenhülle, um 1 mm. Und
an der langen Seite nur an einer, auch bei 2,9 cm. Und dann nehmen wir uns die Papierschere oder beziehungsweise zuerst noch das Falzbein und falten das alles mal nach. Und dann die Papierschere, denn wir schneiden jetzt an der langen Seite diese Falzlinie bis zur Querfalz rein, stückeln das Ganze hier dann, so dass circa ein 1 cm Abschnitt überbleibt und schrägen das Ganze hier ab, so dass wir eine Klebelasche haben. Dann drehen wir das Stück, so dass wieder die andere lange Seite zu uns schaut und wiederholen das Ganze auf der zweiten Seite, so dass hier auch eine Klebelasche entsteht. Genau. Und auch hier übrigens, das hätte ich jetzt glatt vergessen, müssen wir wieder hergehen und das Ganze auch kürzen und abrunden, denn auch die Box hier wird, die Innenbox wird vorne abgerundet. Dazu legen wir das Stück jetzt nochmal hier an und zwar diesmal bei 1,6 cm. Und schneiden von unten bis zur Falzlinie und von oben bis zur Falzlinie. Also wir haben jetzt quasi die ganze Seite. Hier haben wir das schon zugeschnittene Stück hier rechts bei 1,6 angelegt. Und zwar an der langen Seite war das bei dem Stück. Und dann nehmen wir wieder die Silikonmatte, das Lineal, den Falzstift und den Kreis, messen von der Falzlinie 1,6 cm, also von der linken Falzlinie 1,6 nach rechts rein und verbinden hier Schnitt mit Markierung. Und dasselbe machen wir gleich noch von der anderen Falzlinie, also von der rechten Falzlinie nach links rein 1,6 cm. Und auch hier eine Falzlinie mit dem Kreis ziehen. Und das schneiden wir jetzt wieder. Und das fertig zugeschnittene Stück sieht jetzt so aus. So legen wir das jetzt her, damit die Wölbung von uns wegschaut. Und dann nehmen wir so einen Eisstiel. Die gibt es bei Bastelgeschäften zu kaufen und auch beim großen Online-Riesen. Und ich nehme mir einfach so ein Stück Abreißklebeband und klebe das mal auf eine Seite unseres Eisstiels. Und dann versuche ich den möglichst mittig hier anzulegen, so dass unten etwas übersteht noch. Also im Insgesamten steht er ja dann so viel über. Also an der Falzlinie geknickt sozusagen, das ist das, was er wirklich übersteht. Und damit sich das nicht so spießt, wenn ich dann nachher die Schachtel raus und rein ziehe, brauche ich noch ein weiteres Stück grundweißen Farbkarton. Der hat jetzt die Maße 5 x 7,5 cm. Und da gehe ich jetzt her und gebe großzügig Flüssigkleber drauf. Und klebe das jetzt über das Holzstäbchen und ihr dürft aber hier unten nicht über die Falzlinie drüber kommen. Das ist wichtig. Und dann könnt ihr das Ganze so rundherum auch andrücken an das Holzstäbchen, auch oben etwas niederdrücken
so dass so eine Hülle um das Holzstäbchen herum entsteht. Genau, so, dann kann ich es schon am Holzstäbchen nehmen. Und jetzt setze ich mal den einen Teil des Ganzen hier zusammen. Und zwar gebe ich da Kleber auf die beiden Klebelaschen. Und ja, dann habe ich hier auch mal das Schächtelchen ohne den oberen Rand. Und für den oberen Rand brauche ich jetzt wieder ein Stück Farbkarton in Grundweiß mit den Maßen 3,3 x 9,9 cm. Und der wird jetzt gefalzt an der kurzen Seite bei 1 cm im Gegensatz zum vorherigen Stück bei der Außenbox, aber jetzt nur an einer Seite, nicht an zwei. Und dann an beiden Seiten der langen Seite wieder bei 1,5 cm. Und ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Also als allererstes knicke ich hier mal dieses Mal gleich alle Falzlinien. Und dann wird wieder bei den 1,5 cm Abschnitten und am langen Abschnitt hier angeschrägt. Und danach hier ein Zickzackmuster an dieser langen Seite geschnitten. Dann brauchen wir nochmals das Falzbein und ziehen auch hier wieder das Stück Farbkarton drüber, damit eine Wölbung entsteht. Und dann fangen wir an, das Ganze jetzt in unseren Schachtelboden reinzusetzen. Das heißt, wir fangen wieder mit Kleber auf einem der 1,5 cm Abschnitte an, setzen da die Falzlinie hier ans Papierende dran. Dann warten wir etwas ab, bis das Ganze anzieht, aber in der Zwischenzeit können wir eigentlich schon hergehen und hier Kleber auf alle diese Zacken geben. Und in dem Fall gehe ich jetzt her und befestige zuerst alle Zacken hier so rundherum. Und erst wenn die dann halten, klebe ich noch den 1,5 cm Abschnitt an. Ihr müsst darauf achten, dass halt nirgendwo euer Rand übersteht. Genau. Und wenn ihr das geschafft habt, dann gebt ihr auf diesen 1,5 cm Abschnitt noch Kleber und klebt das Ganze hier so zusammen. Und schon habt ihr die Innenschachtel auch fertig. Und wenn alles gut geht, dann passt jetzt die Innenschachtel auch perfekt in eure Außenschachtel und lässt sich schön ein- und ausschieben. Genau, so. Das wäre jetzt mal die Außenschachtel und jetzt kommen wir noch zur Verzierung. Da habe ich mir auch noch was Nettes überlegt. Und zwar mit den Stanzformen. Es geht rund, da gibt es ja jetzt diese Stanzform hier, wo man diese tolle, ja, ich sag mal Blume dazu. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein, aber das hier eben stanzen kann. Und ich habe aus demselben Designerpapier nochmal ein anderes Muster, das hat hier die Blätter. Und vorne ist es so türkis ausgewählt
Und nachdem ich diese Rosette nicht so groß haben will, kürze ich mir das Ganze jetzt. Und zwar lege ich es hier oben rechts bei 2 cm an. Wenn ihr Angst habt, dass euch das Ganze verrutscht, dann nehmt etwas Washi-Tape, mit dem ihr euch das Ganze festklebt. Ich mache das jetzt einfach mal kurz. Also ich lege es gerade an und fixiere das mit Washi-Tape hier auf einer Seite, das reicht. Klappe dann das Lineal zu und schneide dann eben bei 2 cm ab. Und dann gehe ich her und ich fange mit dieser Klebelasche an und biege die nach hinten und dann geht es im Zickzack-Muster hier entlang. So, dann gebe ich auf diese Klebelasche hier etwas Flüssigkleber drauf und hole dann die andere Seite hier so dran. Das sollte dann überall schön und exakt ausgerichtet sein, damit es auch wirklich hübsch aussieht. Und dann lasse ich das kurz trocknen. In der Zwischenzeit gibt es auch aus denselben Stanzformen diesen Kreis hier. Das ist, lasst mich nachschauen, ich glaube sogar der größere der beiden Kreise. Ja genau, einen kleineren gibt es noch. Das sind die restlichen Stanzformen. Und eben das ist der größere gerade Kreis. Und den habe ich zweimal jetzt in Aquamarin dazu passend ausgestanzt. Und einen brauche ich jetzt gleich. Und zwar drehe ich den um, sodass er mit der Rückseite sozusagen da liegt. Und dann gebe ich da Kleber drauf. Überall. Und dann kommt jetzt der knifflige Teil. Und zwar, ich muss das Ganze, diese Rosette jetzt in der Mitte so nach innen drücken. Also am Rand auseinander, in der Mitte nach innen. Und möglichst mittig, soweit ich das beurteilen kann, hier auf diesen Kreis auflegen, den ich mit Kleber bestrichen habe. Und ich lege jetzt einfach zum Beschweren, bis das Ganze getrocknet ist, mal einen Stempelblock da drauf. In der Zwischenzeit nehme ich den zweiten Kreis und ich habe jetzt die Stanzformen Mini-Alphabet verwendet, also die hier, und habe mir aus Glitzerpapier in Pfauengrün Eis ausgestempelt, gestanzt. Genauer gesagt heißt das ganze Papier dezent schimmerndes Spezialpapier. Und ja, eben da habe ich Pfauengrün jetzt verwendet. Da gibt es nämlich mehrere Farben. Und ich gehe jetzt her und gebe mal auf das I hinten Kleber drauf, Flüssigkleber. Und versuche das Ganze möglichst mittig hier auf den zweiten aquamarinfarbenen Kreis hier aufzusetzen. Dann nehme ich mir das E und beim E, da gebe ich nur hier auf die Enden, auf die drei des E's etwas Kleber drauf und setze das hier jetzt da so zum, mit ein bisschen Abstand, so einem Millimeter circa, zu meinem I auf den Kreis dazu. Und dann nehme ich noch das S und auf der linken Seite, auf der Rückseite, also wenn man es umdreht, dann eben rechte Seite, da gebe ich auch etwas Kleber auf das S und setze auch das noch hier so dazu drauf und richte es zurecht. Genau, und dann habe ich mein Eisschildchen und kann das Ganze dann kurz anziehen lassen, damit
das nicht gleich wieder abgeht, hier, nachdem ich nicht so viel Klebepunkte habe, und beschäftige mich in der Zwischenzeit mit dem Spruch. Dafür brauche ich jetzt von dem schimmernden Spezialpapier in Pfauengrün noch einen Abschnitt mit 1,8 x 5,5 cm und in Grundweiß einen Streifen mit 1,4 x 5,5 cm. Und ich nehme mir das Stempelkissen in Pfauengrün und den Spruch Sonnige Grüße. Der stammt jetzt aus dem Stempelset Sonnige Grüße. Das ist das mit den Orangen. Und hier seht ihr den Spruch. Und ja, den versuche ich jetzt möglichst mittig hier auf meinen weißen Streifen zu stempeln. Und dann gebe ich Flüssigkleber auf die Rückseite des weißen Streifens. Und ups, verliere den dann gleich noch. Schuheinlagen sozusagen. Und klebe das Ganze jetzt seitlich ausgerichtet, aber mit gleichem Abstand nach oben und unten hier auf mein Glitzerstreifen auf. So sieht das dann fertig aus. Und das kann ich dann als Ganzes gleich wieder auf meine Box hier aufkleben. Ich mache circa Abstand, ja, ich hätte gesagt, das sind circa 1,5 cm hier vom unteren Rand, und da klebe ich das jetzt einmal so drüber. So, dann brauche ich meine Rosette. Die sollte hier jetzt schon mal halten. Und dann gebe ich hier auf die Rückseite meines Kreises mit dem Buchstaben Kleber drauf und versuche das Ganze dann möglichst einmal mittig hier aufzukleben. Und fertig ist die Rosette. Da gebe ich jetzt wieder auf den hinteren Kreis Kleber drauf und klebe die Rosette dann hier über, noch etwas überlappend über meinen Spruch hier, leicht rechtsbändig auf die Schachteloberseite. Und dann sind wir mit der Verzierung der Schachteloberseite auch schon fast fertig. Ich verwende dann nur noch etwas Bling, und zwar die samt schimmernden Schmucksteine in den In-Colors, in den aktuellen, also 2024 bis 2026. Und dann nehme ich einen der kleinen in Pfirsichcreme und setze ihn hier dazu. Dann einen großen in Petunien Pink und setze den hier rauf. Und noch einen großen in Glücksgrün, glaube ich, heißt das. Aber ich bin noch nicht fit mit den Inkalernamen. Und setze ihn hier auch noch drauf. Und ja, dann könnt ihr eure Box innen befüllen. Ich habe hier jetzt ganz schnell nicht die Konfetti, aber die Schleckmuschel und einen Schirm, die ich hier jetzt reinlege. Und ich habe mir einfach mit dem Computer auf ein ganz normales Druckerpapier hier ein Etikett sozusagen ausgedruckt. Also das ist normales Papier, einfach rundherum geschnitten. Und da steht im Kurzurlaub drauf. Und das hat jetzt die Maße 1,2 x 5,3 cm. Und dann habe ich noch ein Stück Aquamarin
farbenen Farbkarton, der hat die Maße 1,8 mal 5,3 cm. Und genau, das klebe ich jetzt einfach so quer drüber. Dann habe ich mein Kurzurlaub-Schildchen auch noch gebastelt und habe dann meine Eislutscher-Box fertig. Ich hoffe, euch hat das Video mit der Anleitung und dieser, ich finde, tollen Bastelidee gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr die verwendeten Produkte bei mir bestellt. Und ihr findet die Produkte dann übrigens auch unten in der Description. Da ist ein Link, der geht zu meinem Blogbeitrag und da sind alle Maße nochmal im Detail aufgeführt, genauso wie die verwendeten Produkte. Und ja, wir sehen uns in 2 Wochen wieder zum Dienstags-Do-It-Yourself-Video. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!